Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, Palmsonntag feiern wir. Nicht in der Kirche, sondern dort, wo Sie wohnen oder gerade sind. Vor einem Fernsehgerät oder einem Computerbildschirm. Ein Virus zwingt uns, auf andere Rücksicht zu nehmen und keinen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Aber Sie können mitfeiern, wenn Sie Ihr Gesangbuch aufschlagen. Als erstes singen wir das Lied »Jesus zieht in Jerusalem ein«. Es steht unter der Nummer 314. Wir wollen den 1. bis 3. und den 6. Vers gemeinsam singen. Ich wiederhole, 314, 1 bis 3 und 6. Danach wollen wir im Wechsel den Introitus singen, Nummer 737. Legen Sie am besten ein Bändchen ein bei der Nummer 737. Wir hören von Jesu Einzug in Jerusalem und von Begegnungen. Menschen begegnen Jesus und er erfährt sogar Berührungen in besonderer Weise, segnend und salbend. Möge er auch uns berühren und segnen. Der Wochenspruch verheißt uns das so. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und nun lasst uns gemeinsam singen, Jesus zieht in Jerusalem ein. Palmsonntag, Jesus zieht in Jerusalem ein. Er will auch bei uns Einzug halten und uns mitnehmen auf seinen Weg. Damals legten ihm die Menschen Palmzweige und Kleider vor die Füße. Wir bringen ihm, dem armen Friedenskönig, all das, was nicht zu ihm und seiner Liebe passt. In der Stille wollen wir das tun. Ihm bekennen wir unsere Schuld und bitten, Herr, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Musik.
der Herr erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Gott, des Tages rufe ich, noch gibst du keine Antwort. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Zu dir schrien unsere Väter und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nah, denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke eile mir zu helfen. Zum Tode am Kreuz. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Lasst uns beten. Jesus Christus, König und Herr, auf einem Esel ziehst du bei uns ein, umjubelt und verspottet, gefeiert und verstoßen, gehst du den Weg des Lebens. Hilf uns, deinen Weg zu verstehen, deinen Frieden zu spüren und deine Herrlichkeit zu schauen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Hört das Evangelium für den Sonntag Palmarum. Es steht im Johannesevangelium im 12. Kapitel. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen waren, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Ehre sei dir, Herr, Lob sei dir, Christus. Gemeinsam wollen wir nun unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen gemeinsam nun das Lied »Dein König kommt in niedern Hüllen« im Gesangbuch, die Nummer 14, den ersten, den dritten und den vierten Vers. Nummer 14, 1, 3 und 4. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich grüße Sie ebenfalls ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute zum Palmsonntag. Der Predigttext steht mitten in der Passionsgeschichte unseres Herrn Jesus Christus. Jesus bereitet sich auf sein Leiden und Sterben vor. Das Volk jubelt noch, aber Jesus weiß um seinen schweren Weg. Ich lese uns den Predigttext aus dem Evangelium des Markus,
Kapitel 14, die Verse 1 bis 9. Überschrieben in der Luther-Übersetzung: Der Plan der hohen Priester und der Schriftgelehrten und die Salbung in Bethanien. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen: Ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Herr Jesus Christus, segne du unser Reden und unser Hören. Amen. Liebe Fernseh- und Online-Gemeinde, ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst online feiern können. Online, denn in einer Zeit von eingeschränkter Bewegungsfreiheit, da sind wir dankbar, dass wir auch auf diesem Wege Gottesdienst feiern dürfen. Normalerweise würden wir uns am Palmsonntag alle zusammen in der Kirche treffen und Gottesdienst feiern. Denn es ist ein Festtag. An diesem Festtag werden hier und da Zweige aufgelegt. Die Kirche wird oft geschmückt, denn es geht auf Ostern zu. Ostern, schon in den Läden sehen wir die Dekorationen und manch einer hat auch schon seinen Garten geschmückt. Denn der Frühling kommt, die Natur kehrt zurück zum Leben. Doch irgendwie will diese Osterfreude noch nicht so recht aufkommen. Wir sind besorgt. Wir sind besorgt, uns mit dem Coronavirus zu infizieren. Ja, und tatsächlich, die Anzahl der Infektionen, sie steigt täglich. Wir hören von hohen Zahlen von Toten in unseren Nachbarländern. Und auch im eigenen Land steigen die Zahlen bedrohlich. Ja, wie oft planen wir auf unsere Weise, aber allzu oft geschehen Dinge anders. Dieses Jahr, dieses Osterfest geschehen Dinge ganz anders. Viele von uns sind besorgt. Wie wird sich alles weiterentwickeln? Wird uns die Krankheit treffen? Unsere Familien und Freunde? Unsere Eltern und Großeltern? Und wir merken, wir haben diese Situation nicht in unserer Hand. Auch wenn sich alle darum bemühen.
In der Lesung haben wir gehört, Jesus kommt nach Jerusalem. Die Menschen jubeln ihm zu. Sie freuen sich auf den neuen König. Das ist ihr Wunsch. Denn er kommt mit göttlicher Vollmacht. So hat er doch gerade noch Lazarus von den Toten auferweckt. Sollte er nicht König von Israel werden? Großer Jubel, große Freude, als Jesus zu Jerusalem einzieht. Den Machthabern hingegen, den Machthabern in Jerusalem, ihnen wird bange. Ihnen wird bange. Sie haben Angst um ihre Position, Angst um ihren Einfluss. Jesus hört diesen Jubel. Jesus sieht die Menschen, wie sie sich freuen, die Arme hochreißen. Aber er weiß, es wird anders geschehen. Jesus weiß, die Machthaber, sie kommen zu ihrem Ziel. Sie werden das Volk manipulieren. Alle werden schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und sie werden ihn kreuzigen. Jetzt jubeln sie noch, aber Jesus weiß, es wird anders kommen. Wie schön, wenn sie diesen König angenommen hätten. Wie schön, wenn sie diesen sanften, schwachen, liebevollen König aufgenommen hätten. Palmsonntag. Das ist das Thema. Jesus, Gott selbst, kommt zu seiner Stadt Jerusalem. Aber die Menschen wollten einen anderen König. Aber Jesus weiß, Gottes Plan kommt zum Ziel. Und wenn es nötig ist, muss er und wird er für sein Volk sterben. Jesus weiß, er muss für ihre Schuld sterben, auch wenn sie jetzt noch jubeln. Jesus weiß, Gottes Plan kommt zu seinem Ziel. Ich empfinde dies als außerordentlich tröstlich. Menschen planen auf die eine oder andere Weise. Dinge ereignen sich in die eine oder in die andere Richtung. Aber Gott kommt zum Ziel. Und noch mehr, Gott ist dabei. Jesus kommt zu seinem Volk. Er möchte an ihrer Seite sein. Palmsonntag, Jesus kommt zu seinem Volk. Als das Passafest naht, schmieden die Obersten ihre Pläne. Sie wollen Jesus töten. Sie sind neidisch auf den Zulauf, den er genießt. Sie sind neidisch wegen des Jubels der Menschen. Angst haben sie. Sie haben Angst um ihre Macht und sie haben Angst vor dem Volk. Damals war das Gleiche wie heute. Machthaber haben Angst um ihre Macht. Machthaber haben Angst vor ihrem Volk. Damals genauso wie heute. Und daher sind sie bereit, Jesus zu töten. Ja, nicht bei dem Fest, sagen sie, damit es nicht einen Aufruhr im Volke gebe. Das, finde ich, gibt tiefe Einblicke in das menschliche Herz. Wir brauchen jemand, der für unsere Schuld stirbt. Jemand, der an unserer eigenen Stelle stirbt, damit wir vor Gott bestehen können. Wie gut, dass Gottes Plan zu seinem Ziel kommt.
Szenenwechsel. Jesus möchte verschnaufen. Jesus braucht Ruhe vor diesen schweren kommenden Tagen. Jesus weiß um das bevorstehende Leiden. Jesus ahnt, was sie ihm antun werden. Und so macht er einen letzten Besuch in Bethanien. Bethanien, ein kleiner Ort außerhalb von Jerusalem. Dort in Bethanien liegt er zu Tisch im Hause des Simon, im Hause Simons des Aussätzigen. Er hatte diesen Beinamen, weil er einmal aussätzig war. Jetzt ist er es nicht mehr. Er ist geheilt. Ich nehme an, dass jeder wusste, wer ihn geheilt hat. Als Jesus am Tisch liegt, kommt eine Frau zu ihm. Sie öffnet ein Gefäß mit teurer Salbe, mit wohlriechendem Salböl, und sie gießt es über seinen Kopf. Vermutlich ist dieses teure Salböl ein Teil ihrer Aussteuer. Vermutlich ist es eine Liebeserklärung von ganz besonderer Art. Es ist eine besondere Liebe. Und Jesus weiß, diese Salbung, die geschieht vorab für sein Begräbnis. Welch eine Geste, welch eine Liebe, welch ein Opfer, welch ein Trost für Jesus, kurz vor seinem Tod. Damit könnte die Erzählung eigentlich enden. Aber die Jünger und Freunde Jesu schauen zu. Eigentlich könnten sie sich über diesen Erweis einer ganz besonderen Liebe doch wirklich freuen. Aber wieder einmal haben die Jünger und die Beistehenden nichts verstanden. Anstatt betroffen zu sein, machen sie der Frau Vorwürfe. Welch eine Verschwendung! Verschwendung dieses teuren Salböls. Aber kann denn eigentlich etwas für Jesus zu teuer sein? Nur eine kleine Randbemerkung. Es wäre besser für die Armen gegeben, sagen sie. Wieder machen Menschen Pläne. Sie machen andere Pläne als Gottes Pläne. Doch Jesus weiß, warum sie dies getan hat. Sie hat ihn gesalbt im Voraus zu seinem Begräbnis. Welch ein Liebesdienst! Zu Liebesdiensten füreinander sind auch wir aufgerufen. Gerade jetzt, in dieser Zeit. Vielleicht ein freundlicher Anruf bei Älteren, bei Nachbarn oder bei Kranken. Gerade jetzt, wo es für sie eine ganz besonders schwierige Zeit ist. Ein freundlicher Hinweis vielleicht auf den nötigen Abstand, dort, wo Menschen in einer Gruppe zusammenstehen und sich unterhalten. Vielleicht das Angebot zu helfen, für jemanden einkaufen zu gehen, Besorgungen zu machen. Da ist wirklich vieles möglich und so vieles ist nötig. Kürzlich hörte ich von einer leitenden Person im Gesundheitswesen. Sie erschien in den Medien. Und ich vernahm die Worte: Wir können so manches für uns und für andere tun, damit die Corona-Krise milde verläuft. Und beten. Über dieses kurze und deutliche Zeugnis habe ich mich sehr gefreut.
Denn in unserer vermeintlichen Schwäche liegt so eine große Kraft. Ja, bitte beten Sie auch mit. Beten Sie für Ihre Freunde, Familien, Angehörigen und Nachbarn. Beten Sie mit für die Kranken und Schwachen. Beten Sie mit für unser Land, für diese Welt. Wahrscheinlich hatten Sie sich das Osterfest anders vorgestellt in diesem Jahr. Sie wollten den Frühling genießen. Sie wollten verreisen, Freunde und Familie besuchen. Doch jetzt machen wir uns Sorgen. Menschen machen sich so viele Gedanken. Menschen machen große Pläne. Doch letztendlich liegt diese Welt in Gottes Hand. Und Gott kommt zu seinem Ziel. Ich empfinde das außerordentlich tröstlich, gerade jetzt in Zeiten von Corona. Er, Gott selber, hält diese Welt in seiner Hand, auch wenn wir es nicht sehen. Gott überlässt diese Welt nicht ihrem Schicksal. Vielmehr war er bereit, für diese Welt zu sterben. Zu sterben, damit wir leben. Darauf dürfen wir vertrauen. Dann wird wirklich Ostern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen miteinander singen Amazing Grace, ein bekanntes Lied für viele jedenfalls. Es ist entstanden aufgrund eines Schlüsselerlebnisses von seinem Dichter John Newton. Er war Kapitän eines Sklavenschiffes und geriet 1748 in schwere Seenot. Er betete um Erbarmen, um Grace, und wurde gerettet. Die erste Folge davon war, dass er die Sklaven menschlicher behandelte. Danach gab er seinen Beruf auf, wurde stattdessen Geistlicher und trat für die Bekämpfung der Sklaverei ein. Wir wollen nun das Lied singen. Thank you.
Lasst uns beten mit den Worten von Franz von Assisi. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat, beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun bewahre euch alle Gott. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.